Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn es hier jetzt mit dem neuen Ton klappt, weil ich nehme inzwischen übers Handy auf. Die Kamera ist schon ein bisschen alt und ich habe mir ein mobiles Mikro geholt. Wenn es geklappt hat, findest du an der Stelle einen geileren Ton als sonst. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat immer noch die Kamera den Ton aufgenommen und wir haben den alten, schäbigen Ton von vorher. Egal. Wir sprechen heute über meine Hautpflegeroutine. Die ist nie fest. Ich nehme diese Hautpflegeroutinen immer auf, weil ich oft gefragt werde, wie soll ich denn welche Produkte mit was kombinieren? Darf ich zum Beispiel das mit dem kombinieren? Geht das? Und an der Stelle muss ich einfach wirklich sagen, wenn du eine empfindliche Haut hast, dann musst du auf jeden Fall darauf gucken, was deine Haut verträgt. Das ist eh so ein Ding mit allen Wirkstoffen. Du musst gucken, was deine Haut verträgt und was du auftragen könntest. Nicht alles, was in der Werbung gezeigt wird, ist ja wirklich auf deinen individuellen Hauttypen eingestellt. Also es ist immer ein Rumprobieren. Bevor wir jetzt lange rumlabern, ich habe euch eine Abendroutine aufgenommen. Und es sind zwei Produkte drin, die ich aufbrauchen möchte. Und das sind nicht meine Lieblingsprodukte. Ne? Also Aufbrauchprodukte sind bei mir meistens immer keine Lieblingsprodukte. Dieses Öl kann ich euch überhaupt nicht empfehlen. Das geht nicht richtig von der Haut runter. Es riecht, okay, es riecht nach Rose. Ich wollte der Sache eine Chance geben, weil ich das ja gut finde, dass Cadeia da ein bisschen mitzieht. Aber das Öl ist nicht gut. Probiert das nicht aus, ne? Also ich bin das nur am Leermachen. Ich habe das auch versucht, an den Beinen anzuwenden. Dann geht es natürlich genauso schäbig runter. Nee. Nee, nee, nee. Also viel ist nicht mehr drin und dann habe ich es jetzt auch bald leer. Aber abends verwende ich meistens gerne ein Reinigungsöl oder irgendwie Balm. Denn ich habe ja tagsüber den Sonnenschutz drauf gehabt und das löst das halt ganz gut. So hat sich für mich einfach so etabliert, dass ich das mit Öl am Abend mache. So, dann haben wir natürlich den Toner. Als Toner habe ich den Liquid Illuminator genommen. Den habe ich in einem extra Video vorgestellt. Ich finde das ein richtig tolles Produkt. Vor allem, wenn du halt jemand bist wie ich. Ich mache Skinpicking. Müssen wir dann drüber sprechen? Ist nicht geil. Und wenn du halt jemand bist, der auch Akne hat und so Pickel verheilen ja auch und hinterlassen manchmal Narben, da ist das ein ganz gutes Produkt oder soll das ein ganz gutes Produkt sein, um eben die Haut eben auszugleichen. Ich habe immer noch die erste Flasche, mag das Produkt aber total gerne. Anfänglich habe ich drauf schwierig reagiert. Und das ist auch so ein Fall, ich habe es euch ja gesagt, ihr müsst ein bisschen darauf achten, wie kombiniert ihr was und was sagt eure Haut. Ich bin jetzt nicht jemand, der auf Inhaltsstoffe so reagiert. Also ich kann fast alles abhaben. Das ist halt, ich habe eine fettige Mischhaut und Menschen mit so einer fettigen Haut, die können meistens ein bisschen mehr abhaben als jemand, der eher eine trockene Haut hat. Und zwar das bei mir am Anfang bei dem Produkt so, dass ich das auch mit Niacinamid angewandt habe, dann habe ich vielleicht die ein oder andere Säure immer wieder auch noch mit reingenommen. Da war das zu viel dann. Ne? Aber jetzt geht das ganz gut. Ich verwende es halt so immer mal wieder. Und in der Routine hatte ich es auch drin. Kennst du das Produkt? Wenn du was dazu zu sagen hast, gerne unten in den Kommentaren. Ich gehe in der Routine immer von flüssig zu fest und von Feuchtigkeit zu ölig. Na, also jetzt kommt ein Serum, was nicht auf Fettigkeit, sagt man das, also das nicht ölig ist, das eher in Richtung Feuchtigkeit geht. Und das verwende ich eh viel zu selten. Da sollte ja auch noch ein Video dazu kommen, wird es auch noch. Also das Bakuchiol-Retinol-Serum von Isana. Ich finde es echt gut, ich mag es wirklich gerne. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Ne? Hier ist 0,1% Retinol drin. Das kann reagieren. Ne? Und denk dir nicht, wenn deine Haut reagiert, die wird sich schon dran gewöhnen. Mach das nicht. Ne? Wenn du merkst, deine Haut reagiert, guck, was du machen kannst, damit sie nicht mehr reagiert.
entweder das Produkt, das du angewendet hast und neu gekauft hast, weniger verwenden oder die Kombination verändern oder vielleicht ist es auch die Reinigung. Ne, also es kann schon immer so ein bisschen diffizil sein. Das mag ich, würde ich mir auch echt nachkaufen. Ich mag die Reihe eigentlich auch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe es ja schon gesagt, von flüssig zu fest und von Feuchtigkeit zu ölig. Das Ölige, ich mag es halt nicht, wenn es so ölig ist, ohne Witz. Also, wenn ihr Hauttypen habt, mit denen das so ein bisschen mehr kompatibel ist, dann ist das super. Aber ich habe halt dann auch gleichzeitig noch ADHS und dieses Gefühl auf der Haut mag ich gar nicht. Ich wäsche mir ja nicht das Fett runter von der Haut und dann mache ich das noch mit drauf. Deswegen nütze ich das Serum meistens gerade abends, weil da ist es mir egal. Und dann nehme ich meistens immer so 5, 6 Tropfen, gebe das auf dem Gesicht, auf das Gesicht auf. Und es zieht bei mir auch nicht gut ein. Meine Haut mag das Serum einfach gar nicht. Jetzt kann man sich fragen, wieso hast du das denn zweimal gekauft? Ich habe es mir einmal gekauft und einmal ist es aus dem Adventskalender gekommen. Und da kämpfen wir uns jetzt gemeinsam durch. Als letztes in der Abendroutine kommt immer die Creme. Die Creme schließt alles ab. Und das ist die Ultra-Sensitive Barriere-Schutzcreme. Auch da wird es noch ein Video geben, versprochen. Die habe ich jetzt ausgiebig getestet und für richtig gut empfunden. Ich mag aber, glaube ich, die Urea noch ein bisschen mehr. Und NO hat eine Creme rausgebracht mit Urea und Ceramiden. Wer mir jetzt schon lange folgt, weiß, dass das ja mein Traum ist, sozusagen. Hätte ich nicht so viele Cremes rumstehen, würde ich die jetzt ausprobieren. Aber ihr habt zu viel rumstehen. Und ne, also nicht sich ein DM anschaffen, wie ich im Hintergrund. Und die Sachen dann halt einfach auch nicht aufbrauchen. Man sollte das schon immer so ein bisschen im Auge behalten. Dazu aber meine Aufbrauch-Challenges. Macht da ruhig mit. Auf jeden Fall ist das ein richtig tolles Produkt, wenn du eine Creme suchst, die günstig ist, die du kurz mal bei DM kaufen kannst. Das ist sie. Die ist nicht beduftet, die ist einfach toll. Kann ich empfehlen. Werde ich aber nicht nachkaufen, weil ich habe gerade so viel zum Testen. Ich weiß, das dauert jetzt erstmal ein Jahr wieder und in einem Jahr kommen wieder ganz andere Produkte raus. Sind wir mal ehrlich. So, und jetzt erzählst du mir, was deine Hautpflegeroutine ist. Wie immer unten in den Kommentaren. Und vielleicht kennst du ja das ein oder andere Produkt, was ich heute verwendet habe. Schreib aber bitte dazu, was für ein Hauttyp du bist. Vielleicht ungefähr so deine Altersspanne auch, weil das spielt ja auch noch eine Rolle. Und ja, dann können wir uns auf jeden Fall austauschen. Das hilft nicht nur mir, das hilft auch meinen Zuschauern. Ich würde mich über ein Abo freuen und wenn ich dich in den Kommentaren wieder sehe, ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Tschüss.